So, ich mache mal wieder ein paar Filmchen hier. Also, das hier ist das Peek und Cloppenburg Gebäude. Ein protziges, sehr protziges Ding, wie man unschwer erkennen kann. So, und jetzt gehen wir hier mal weiter. So, dann kommen wir zum Maredo. Man kann das Maredo bevorzugen oder man kann das Blockhaus bevorzugen. Das ist letztendlich eine Sache der, ja, das, was man eben gerne will. So. Hier werben sie um Fachkräfte. Da lassen sich die Unternehmen ja immer mehr Werbespots für einfallen, weil es ja angeblich wieder so eine Katastrophe ist, dass man schon Zahnschmerzen kriegt und die armen deutschen Unternehmen so händeringend suchen, dass es schon wieder lächerlich ist, wenn man da mal in andere Länder guckt, wie Holland das macht und wie Dänemark das macht und wie Österreich das macht, wo die Probleme nicht vorhanden sind. Natürlich sind es kleine Länder, aber trotzdem ist das keine Entschuldigung. So, hier haben wir das Manufaktum. Ein riesiges, ja, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Krimskramsgeschäft. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Krimskramsgeschäft. Guck mal hier. Gehen wir mal rein. Hier haben sie, hast du Cola und was weiß ich nicht. Irgendwas Italienisches. Guck mal hier. Das ist sogar auf Italienisch. Il Limone und so weiter und so weiter. Was weiß ich nicht. Wahnsinn. Und hier gucken die Leute dann. Oh, hier gucken die Leute. Guck mal. Hast den Kunden-WC. Alles Mögliche. Bäckerei ist mit drin. Walnusssemmel. Mhm. Ah ja. Ja, da versuchen sie natürlich mit Geld zu verdienen, das sieht man schon an den Preisen. Solange das auch schmeckt, kann man das sicherlich essen, wenn es ein Reinfall ist. So, ja. Das sind die üblichen Dinger. So, achso, man muss sie ziehen. Jetzt kommt sie nicht mehr raus. Ja, dann haben wir hier das Varieté-Theater, was man eben auch aus Essen kennt. Und Maredo. Maredo geht natürlich immer. Das ist keine Frage. Zarten Filetsteak. Oh, hier. Hier, das sieht lecker aus. Heimischen Weiderind.
Irgendeine Bezeichnung muss das Ding ja haben. So, dann haben wir hier irgendwelche Unternehmen. Ja, das sind alles Firmen und eine Zahnarztpraxis, nichts Besonderes. Scotch, Chanel, Kontaktlinsen, Friseur, blabliblub, alles da, was du brauchst, was du haben willst. Na, hier ist. Hast du die Opa, deren Opa, ne? Natürlich alles Nachkriegsbauten, weil die Stadt selber ja hoffnungslos zerbombt worden ist. Hier ist Nespresso. Das ist ja auch in NRW mittlerweile gang und gäbe. Im Prinzip kannst du es in jedem, bald auch in Bonn finden. Also ist da nichts Besonderes mehr. Nespresso. Ja, da kosten die Kapseln dann eben 5 Euro pro Stück, ne? Ja. Kaffee ist Kaffee. Kann sein, dass das innerhalb zwei meiner so. So, dann haben wir hier Küchenkultur zum Leben. Ich biege jetzt hier aber mal ab. Und werde jetzt mal. Ach so, da ist die Innenstadt zu Ende. Okay. Dann gehe ich jetzt mal zu Primark und guck mal, was die Iren so, wie das da mittlerweile aussieht. Einbautechnik, ja, du hast hier alles, was das Herz begehrt. Kannst du hier alles kriegen. Ne? Ja, so ist das auch. Da hast du die Betten. Ach, guck mal hier, das haben sie ja auch schon. Jede Menge. So, ich werde dann mal unterbrechen, werde mir hier mal was holen.